Mamma mia, wir sind zurück. Hier bei den Kurtisanen von Paola. Wir müssen zu Leonardo da Vinci kommen, damit er die versteckte Klinge von Ezios verstorbenem Vater reparieren kann. Und wir damit hoffentlich etwas anfangen können. Wir hatten in der letzten Folge einen kleinen Bug, der mich dann doch ein bisschen Zeit gekostet hat. Denn Leonardo wurde mir gar nicht angezeigt. Jetzt sehen wir ihn aber auf der Minimap. Der grüne Marker zeigt auf seine Werkstatt. Dort müssen wir hin. Und das sollten wir natürlich relativ unbemerkt tun. Ezio hat nach wie vor kein Schwert. Kann sich nicht besonders gut gegen die Wachen hier verteidigen. Und dementsprechend müssen wir hoffen, dass uns die beiden Kurtisanen hier genug Ablenkung bieten. Nun gut, Leonardo, du Teufelskerl, warum ist deine Werkstatt so weit weg? Die versteckte Klinge. Legendär natürlich für die Assassin's Creed-Teile. Fast schon eine Schande, dass es mittlerweile so viele Assassin's Creed-Spiele gibt, in der man sie nicht mal benutzen kann. Oh nein. Ja gut, das hat nicht so funktioniert und wir waren echt nicht weit weg, aber Leonardos Werkstatt ist halt auch wirklich versteckt wie sonst was. Ja gut, ist ja okay. Die werden wir nicht mehr los. Ja, das ist das Problem, wenn man einmal gejagt wird. Gut, dann gibt es nur eine Möglichkeit und sie ist nicht kämpfen, sondern klettern. Mann, 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 wie kann man seine Werkstatt nur so verwinkelt wählen? Aber gut, hier unten müsste sie jetzt wirklich sein. Ezio Auditore, ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen, nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich, komm, hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Shh. Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten? Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klinge. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Okay. Drücken, um versteckte Klinge auszuwählen. Wie episch. Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es... Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment. Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Sie. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich.
denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Ein Attentat auf die Wache? Sag mir, was ich wissen will, und wir können das hier beenden. Oh nein! Okay. Wie macht man das? Einfach angreifen? Aber wie cool, die versteckte Klinge ist jetzt endlich unser Eigentum. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Sagt man, ist das jetzt ein anderer NPC? Das sieht irgendwie anders aus, oder? Redest du jetzt? Ich weiß nicht, soll ich hier irgendwie mal hochklettern? Nun gut. Das hat's auch getan. Grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. An? Was? Die Stadt gibt sie mir. Zur Forschung. Ach ja. Okay. Dann mal weg mit dir. Dort drüben. Na, als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Auf zu Paola, denn wir müssen die Frauen aus der Stadt langsam bringen. Versteckte Klinge erhalten. So episch. Jetzt kann es langsam echt losgehen. Vor allem können wir jetzt hier mal wieder ein bisschen angreifen. Mhm. Man kann die versteckte Klinge nicht im Gegensatz zu Schwertern oder solchen Sachen verlieren. Man kann damit eigentlich auch einen Schwertkampf gut hinkriegen. Oder? Naja. Muss mal gucken. Kontern konnte ich jetzt nicht damit. Aber ich meine, sonst wäre das Schwert ja auch völlig überflüssig. Ich spiele mal wieder ein bisschen Rambock. Uh-oh. Hör auf. Ach Mann. Du gehörst mir. Hey, warum klettert ihr? Zu viel. Alter, auch wie krass der Nebel hier oben am Himmel aussieht. Da habe ich jetzt noch gar nicht so darauf geachtet.
Verbinde? Da ist eins der Symbole. Was bedeutet es? Es ist doch nicht ohne Grund da. Kannst du dir das genauer ansehen? Wo denn? Hey, probier's mal mit dem Adlerauge. Er ist hier! Ach da. Okay. Sorry, die konnten es nicht lassen. Ich sehe ihn dort. Eccolo, dort ist er ja. Jetzt ist Ruhe, mein Kollege. Erstmal dieses Symbol anschauen. Ja, jetzt sieht man's. Hey, das kann nicht sein. Unmöglich. Das ist Computercode. Ich kompiliere. Oh Mist, verschlüsselt. Lade es auf meinen Computer. Ich bin ein Meisterhacker. Ah, geht nicht. Das ist nur mit dem Animus kompatibel. Dann lade sie zu Desmond hoch. Ich kann es nicht glauben. Hallo, ich bin... Nenn mich Subjekt 16. Hört zu. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Wir wurden die ganze Zeit belogen. Alles, was wir wissen, alles, an das wir zu glauben erzogen wurden, alles falsch. Okay, ich habe die Beweise, die Datei, die alles hochgeladen, aber in 20 Teile zerlegt, alle mit einem Code geschützt. Ich muss aufpassen, Königin Isabel könnte... Nein, nicht sie... welches Jahrhundert ist es? Egal. Ich habe den Code der ersten Datei in diesem Programm versteckt. Finde sie alle. Und auf dem Weg zu die Wahrheit finden. Was zur... Wie ist das in unseren Animus gelangt? Oh, der Memory-Kern. Wir transferierten die Daten von 16 von Abstergo zum Animus 2.0. Da muss er sich reingehackt haben, als Widdig ihn zwischen den Sitzungen alleine ließ. Halt, eine Sekunde. Die Zeichen an den Wänden bei Abstergo, die blutgeschriebenen, das waren Hinweise. Er wollte, dass wir sie im Animus suchen. Am Anfang. Datei freigegeben. 5 dieser mythischen Szenen ähneln sich im Kern. Bist du reif genug, es zu erkennen? Sie ähneln sich im Kern. Hier sind einige sehr berühmte Gemälde, zum Beispiel, ich glaube, das ist die Venus. Die hängt, glaube ich, auch in Florenz. Das ist auch ein ganz berühmter Maler. Leider fällt mir gerade der Name nicht ein. Ich schätze mal alle mit einem Apfel, oder? Das war damals der Trick. Oh, das ist auch so cool, Subjekt 16. Da weiß ich gar nicht mehr genau, was die Geschichte war. Aber er war quasi der Vorgänger von Desmond Miles. Desmond Miles ist ja auch Subjekt 17. Also im Abstergo, will man es nennen, Kontext. Und bei ihm liefen die ganzen Experimente nicht ganz so erfolgreich. Ich glaube, er ist doch irgendwie verrückt geworden durch diesen Animus. Da gibt es in Revelations auf jeden Fall noch viel dazu. Okay, wo haben wir noch was mit einem Apfel? Boah, man sieht's kaum. Adam und Eva, der Apfel. Du? Dann noch ein weiteres. Boah. Nein. Aha. Der Edenapfel. So sieht er aus. Passcode gefunden. Drücke, um Passcode einzugeben. Datei freigegeben. Die Wahrheit. Ja, und wenn man alle 20 Glyphen hat, dann kriegt man hier so ein kleines Video freigeschaltet. Wir haben jetzt leider hier nur wirklich ein paar Bruchteile. Mal alle abspielen.
Wir haben wirklich nur den Anfang. Und so gibt es halt ganz viele Collectibles, die einen wieder in das Lore eintauchen lassen. Und das ist halt auch so genial an diesem Spiel. Wirklich alles ist interessant. Und selbst die Nebengeschichten, gerade eben halt rund um Desmond Miles, sind halt so packend. Ich finde, das haben wenige Spiele so gut hingekriegt. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit, Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Richter, Geschworener, Henker. Eine Kunstausstellung in der Santa Croce besuchen, Uberto finden und Rache nehmen. Und hoffentlich auch ein paar Antworten bekommen. Warum hat er unseren Vater und unsere Brüder verraten? Warum hat er die Dokumente, die wir ihm gegeben haben, die die Unschuld von Giovanni beweisen konnte, verleugnet? Was hat es mit dieser Verschwörung auf sich? Und ich muss sagen, ich habe auch so ein bisschen vergessen, wie die Verschwörung hier im Detail ausging, was ich gerade auch ganz cool finde, weil dann kann ich das hier wirklich nochmal Learning by Playing machen. Aber ja, also es ist halt, was man in dem Spiel alles so erkunden kann, die verschiedenen Geschichten. Subjekt 16. Ezios Geschichte, dann kommt auch noch ein bisschen Desmond, Miles und Abstergo. Boah, es ist wirklich ein Brett. Okay, hier geht's erstmal nach unten. Wo sind wir hier? Santa Croce. Schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Okay, die Pazzi stecken auf jeden Fall hier mit unter der Decke. Und ich sehe ein weiteres Symbol. Seht ihr es auch? Aber da komme ich wahrscheinlich nicht hin. Das ist zumindest jetzt ein ungünstiger Moment. Okay. Ich habe zwei goldene Wachen gesehen. Ich weiß nicht, ob wir es mit denen schon aufnehmen können. Hey, runter hier! Jetzt! Ihr dürft nicht hier oben sein! Hinfort! Runter hier! Sofort! Ihr dürft nicht hier sein! Laju, da ist er! Nein, verdammt, man darf nicht entdeckt werden. Ja, okay, dann lassen wir das Symbol erstmal weg. Okay. Und kümmern uns nur um Umberto. Uberto heißt er. Ich habe ihn schon Uberto genannt und Umberto und Alberto ist der nächste. Okay, Warnung. Wir sind natürlich gesucht. Social Distancing wäre eine Möglichkeit. Ich erinnere mich an diese Mission. Die ist gar nicht mal so einfach mit dem Verstecken. Oh, Freunde, ich kann hier nirgendwo untertauchen. Das ist merkwürdig. Man kann nicht überall untertauchen. Beziehungsweise wahrscheinlich nur, wenn man ganz leise und langsam umherschleicht. Also normal läuft, besser gesagt. Schleichen wäre auch zu viel. Aber wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Wie krass auch hier die Fackeln aussehen. Wer bist du? Okay. Ja, leider läuft keiner von denen weiter.
Es ist ein bisschen knifflig, an den ranzukommen. Ich glaube, es gibt da so eine geskriptete Gruppe, die immer im Kreis rumläuft. Da muss man sich irgendwann mal einklinken. Na, vielleicht gibt es auch einen anderen Weg. Ah, da sind doch ein paar Damen. Ein paar Kurtisanen. Die uns doch sicher begleiten wollen. Wie kommen wir jetzt hier rein? Lust auf ein bisschen Spaß. Sieht aus, als müsstet ihr euch entspannen. Ihr wisst wohl, wie man eine Dame behandelt. Sucht ihr ein bisschen Spaß. Bella, Bella, Bella! Wo bist du, Uberto? Den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings, eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie Auditore. Man wird... Du! Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Assassino! Oh. Das ist ein guter Tipp. Wir sollten hier schleunigst verschwinden. Ein Irrer. Nein. Ezio. Nein. Gib ihm eins auf die Rübe, Junge, dieser NPC ist. Leider nicht viele Antworten, die wir hier bekommen. Aber zumindest Rache. Wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Gute Hörer von Florenz. Hört eine Botschaft von der Abgehellerin. Start die Attention. Wegen eines kleinen Aufbruchs von Pestilenz. Du wirst die halt echt nicht los. Wie lange kannst du weiterlaufen, hä? Ich kann klettern. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Aha. Okay, das war extrem smooth. Ups. Jetzt hab ich... Was ist denn das eigentlich für ne... Oh. Ach komm, wisst ihr was? Wir tanzen. Mich gehen. Gute Nacht. Geh weiter. Was für ein Schabernack. Was ein Schabernack. Okay. Ich hätte gedacht, hier gäbe es eine weitere Codex-Seite. Jetzt sind wir leider auch wieder ein bisschen weit weg von der Kirche. Jetzt sind wir ja einmal durch die Stadt gehetzt. Na ja, gut. Können wir uns aber merken. Da war noch ein Glyph. Ich schätze mal, bei allen relevanten Sehenswürdigkeiten ist so ein Glyphending. Würde zumindest sehr viel Sinn machen. Ach nö. War nicht gut. Weiter so, weiter so. Nee. Niedrige Gesundheit.
Hey, aus dem Weg, alle! Weg da! Was? Da! Mach dem Ding aus! Oh nein. Ein Festmahl für die Ratten heute Nacht. Ja! Weiter so! Ist er! Pack ihn! Mir läufst du nicht davon. Das wollen wir mal sehen. Wo ist der lang? Okay. Oh, wo sind wir hier gelandet? Da sehe ich schon Paolas. Ach nee. Du Langweiler, bist jetzt nicht ernsthaft hier hochgeklettert. Huh. Mal hier rüber schwingen. Hier liegt der Teufel dann im Detail, wenn man hier mal falsch abbiegt. Oder nicht ganz das Seil trifft. Zurück bei Paola. Hallo? Ich muss auf die andere Seite. Ich ziehe raus aus Florenze. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust wurde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen... Und ihr könnt die Stadt verlassen. Dann versuchen wir mal. Deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Hm. Also das kennt man eigentlich auch. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Man diese Steckbriefe immer mal abreißen. Ah, denkt natürlich ein bisschen gewagt. Kann jetzt gerade minus 25%, ist schon mal gut. Wo haben wir noch Steckbriefe? Herolde müssten wir auch mal bestechen. Oh ne, Jungs. Hinfort von mir! Hey, loslassen! Vorwärts, los, vorwärts! Kann ich eigentlich von denen jetzt mal die Schwerter aufheben? Weil die lassen die ja auch teilweise fallen. Nö. Perfekt. Hier ist auf jeden Fall ein Herold. Damit haben wir das geschafft. Bedeckt halten. Wunderbar. War hier jetzt nicht diese Kirche? Können wir da nochmal... Oder war das was anderes? Gucken, ob hier noch so eine Glyphe ist. Und in der nächsten Folge können wir dann nämlich... Firenze verlassen, zusammen mit unserer Schwester und unserer Mutter Richtung Onkel Mario natürlich.
nach Montericini. Und das ist richtig cool. Ich komme hier irgendwie nicht hoch, kann das sein? Gut, dann war das, ich glaube, das war auch nicht die Kirche. Aber hier könnte trotzdem noch eine Glyphe sein. Wie dem auch sei, Freunde. Mir hat es mal wieder Freude bereitet. Wenn es euch auch gefallen hat, liken und kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, ciao.